Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 2.1 per Tastatur zugänglich, der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Dieses Video ist eine Ergänzung zum separaten Video, das die Kriterien der Kategorien Einfach-A und Doppel-A der Richtlinie 2.1 erklärt. Das Video ist Teil der Reihe im REMAX-Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Richtlinie 2.1 gehört zum Prinzip 2 von WCAG. Das hat den Titel Bedienbar und lautet auf Deutsch: Benutzungsschnittstellen, Komponenten und Navigation müssen bedienbar sein. Und die Richtlinie 2.1 hat den Titel Per Tastatur zugänglich und lautet: Machen Sie alle Funktionalität mittels Tastatur verfügbar. Hier gibt es nur ein Erfolgskriterium der Stufe Dreifach A, nämlich 2.1.3 mit dem Titel Tastatur keine Ausnahme. Und das ist eine Verschärfung des Kriteriums 2.1.1 der Stufe A mit dem Titel Tastatur. Ich lese auf Deutsch das Kriterium 2.1.3. Alle Funktionalität des Inhalts ist über eine Tastaturschnittstelle bedienbar, ohne bestimmte Zeitvorgaben für einzelne Tastenanschläge zu erfordern. Und jetzt gibt es eben keine Ausnahme mehr wie bei 2.1.1, als es für Funktionen, die vom Pfad der Bewegung des Benutzers und nicht nur von den Endpunkten abhängen, eine Ausnahme gab, zum Beispiel fürs Zeichnen oder Unterschreiben. Unter Umständen ist das jetzt unter Dreifach A so nicht mehr möglich. Man müsste zum Beispiel fürs Zeichnen einfach bestimmte Formen vorgeben, sodass auch jemand, der dieses Programm nur über die Tastatur bedient, auch ähnliche Ergebnisse erzielen kann. Das waren die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 2.1 per Tastatur zugänglich aus der Reihe REMAX Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter https://gpei.eu/wcag21erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.